Als Erwachsener wird er tatsächlich auch indirekt den Geparden der Region helfen, indem er sie quasi vor sich selber schützt. Denn in Namibia werden viele Geparde erschossen, weil sie sich an den Herden vergreifen. Als ganz neue Art des Tierschutzes sollen die anatolischen Hirtenhunde solche Angriffe verhindern und dadurch den Bauern ebenso helfen wie den Geparden. Die Vorfahren dieser Hunde kamen aus Anatolien. Wahrscheinlich haben sie sich dort genau wie die Hunde der Maasai mit den Menschen zusammengetan und sich gemeinsam mit ihnen weiterentwickelt. Der Unterschied ist nur, dass der Mensch in ihre Entwicklung direkter eingegriffen hat. Diese Hunde wurden als Hirtenhunde gezüchtet und sind heute wahre Spezialisten. Zwischen diesem arbeitsamen Hund und dem umhegten Spencer scheinen Welten zu liegen. Immerhin ist der Hirtenhund ein Dienstleister. Trotzdem gibt es Parallelen. Der anatolische Hirtenhund arbeitet zwar für Kost und Logis, aber er und seinesgleichen haben sich dadurch auch ihre Zukunft gesichert. Sie sind nämlich unverzichtbar geworden.